lebst in Kanada, richtig? Ja, so ist es. Ich lebe in Toronto, die meiste Zeit meines Lebens in Kanada. So, Mina Walking ist dein erster Film? Ja, ist er. Ich habe schon 5 Kurzfilme gedreht. Die meisten von denen habe ich in der Schule gemacht. Nach meinem College-Abschluss habe ich diesen Film gedreht. Made this movie. This is my first movie. So, hi, liebe Flutter-Zuschauer. Ich bin hier mit Josef Baraki. Und das ist der Regisseur von Mina Walking. Und yeah, my first question is, you shot the film in Afghanistan. Du hast den Film in Afghanistan gedreht, an sehr vielen öffentlichen Plätzen wie Straßenmärkte. Könnte ich einen Film in Afghanistan drehen? Ich denke, in diesem Augenblick wäre es für jeden schwer, einen Film in Afghanistan zu drehen. Die Story zeigt Mina immer draußen. Ich denke, eine Kamera dort zu haben, ist für niemanden sicher. Um davon zu kommen, benutze ich spezielle Filmtechniken. Ich hatte eine sehr kleine Kamera, einen Canon 5D. Die meiste Zeit habe ich sie versteckt, in meinem Pullover, Shirt oder einen Schal, und so konnten die Leute nicht sehen. Ein anderes Mal habe ich ein Stativ auf ein Dach gestellt und mit einem Teleobjektiv nach unten gefilmt. And people wouldn't see it that way. Other times when I wanted a static shot perhaps, I climbed on top of the buildings and I set up a tripod on the roof and I filmed down with a long lens. Hattet ihr Leibwächter während des Drehs? Das Budget für den Film war so niedrig, dass wir uns keine Leibwächter erlauben konnten. Um die Bedrohung zu minimieren, hatte ich eine sehr kleine Filmcrew. Sie bestand aus 5 bis 6 Einheimischen. Sie waren nie sichtbar. Wir haben versucht, sie so gut wie möglich unter das Volk zu mischen. Die Männer hatten Bärte und wir trugen die Kleidung der Einheimischen. So haben wir versucht, uns in die Umgebung zu fügen. To the environment. Die 12-jährige Mina muss sich allein durch Kabul schlagen. Ihre Mutter wurde von der Taliban umgebracht. Ihr drogensüchtiger Vater kriegt nichts zustande. Zu guter Letzt stirbt auch noch ihr Opa. Um zu überleben, verkauft sie Klopapier auf Märkten. In dem Film ist sehr viel Trauer zu sehen, aber auch eine Menge Hoffnung. Da ist zum Beispiel die Schule. Mina hat die Möglichkeit, zur Schule zu gehen. Sie kommt in Kontakt mit einem Lehrer und sieht, wie das Leben sein kann, wenn Kinder mehr Möglichkeiten haben. Das Ziel vom Film war zu zeigen, wie hart es manche Kinder in Afghanistan haben. Wir gehen in die Richtung, ein besseres Afghanistan zu werden. Ein Beweis dafür ist meine Crew. Sie sind einheimische junge Leute im Alter von 19 bis 20 Jahren, die viele Möglichkeiten haben und auch alle an die Universität gehen. Ich glaube daran, dass wir bald eine bessere Nation werden, wenn es mehr Möglichkeiten für die jungen afghanischen Menschen gibt. Nice to hear that. Nice to hear that. Yes. Then I thank you for this nice interview, Mr. Baraki. Thank you. Have a nice day and enjoy the rest of the Berlinale. I will. Thank you very much. Thank you too. We'll be right back.